Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht hier schon im Hintergrund, ich werde heute ein Video dazu machen, wie der FC Bayern nächste Saison auflaufen könnte. Ich habe gedacht, wir spielen mal einfach mal gegen Leipzig. Gegen die spielt Bayern ja heute eh. Deswegen passt es ja. Und ich habe mal jeden Spieler zu Bayern transferiert, den ich mir auf jeden Fall ab nächster Saison vorstellen könnte, was in Transfergerüchten gestanden hat und so weiter. Ich sage auch zu jedem Spieler kurz was, was er kosten würde, wie meine Einschätzung ist, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er zu Bayern wechselt oder nicht. Aber es ist auch wahrscheinlich vielleicht die einzige Folge. Ihr entscheidet wieder, ob ihr das als Serie wollt oder nicht. Wenn ihr es wollt, gebt ihr einen Daumen nach oben, schreibt ja und schreibt das nächste Team, zum Beispiel Real Madrid, Barcelona oder was, wie ihr es als nächstes Team haben möchtet. Könnt ihr reinschreiben. Wenn ihr es nicht möchtet, schreibt ihr einfach gar nichts und gebt dem Video einfach ein Dislike. Also so, wir fangen auch direkt an. Ihr seht hier, die Bayern Außenstürmer mit Ribéry und Robben sind natürlich sehr, sehr, sehr alt. Und da haben wir schon den ersten. Wir werden die auch übrigens auch alle in der Startelf spielen. Mit Bailly haben wir hier einen 19-Jährigen. Hat noch sehr, sehr viel Potenzial. Spielt in der belgischen Liga. Und wenn ich denke, wenn Bayern den unbedingt möchte, werden sie den bekommen. Der kostet 15 Millionen circa. Und wie gesagt, das ist für Bayern ein Witz. Wenn die den wirklich wollen, können die den sofort haben. Ihr seht hier auch die nächsten Transfers. Hier Ramsela. Habe ich vorher auch noch nie davon was gehört von dem. Der spielt bei PSV Eindhoven. Und wird auch so 15 Millionen kosten, also wie gesagt, bei dem auch. Bayern hat ja aktuell keinen Zehner im Verein, deswegen könnte das vielleicht sein, dass der wirklich kommen könnte. Also bei dem ist es auch die Wechselwahrscheinlichkeit auf jeden Fall sehr hoch. So, wir kommen zum nächsten. Ein guter, junger, deutscher Spieler diesmal, der erste Deutsche. Toljan spielt aktuell bei Hoffenheim, kann Rechtsverteidiger wie Linksverteidiger spielen. Da Philipp Lahm mittlerweile schon nicht mehr der Jüngste ist und Toljan und Bellerin stehen da auf der Liste und Bayern da wahrscheinlich dann eher zum Deutschen tendiert, habe ich mich hier jetzt mal für Toljan entschieden. Wie gesagt, der könnte ja auch zur Not noch links spielen und deswegen, der könnte auf jeden Fall Philipp Lahm sein Erbe antreten. Würde circa 20 Millionen kosten. Ist eigentlich auch okay, wie ich finde, für so einen guten Spieler. Da kommen wir zum nächsten Spieler. Der erste Spieler, der auch schon sicher zu Bayern gewechselt ist. Also er wird im kommenden Sommer zu 100% bei Bayern München spielen. Niklas Süle, eins der größten Abwehrtalente mit Jonathan Tah, was Deutschland aktuell hat, muss man einfach so sagen. Hat 25 Millionen gekostet. Ist auf jeden Fall eine stolze Summe. Weil Talente bei Bayern, naja, man weiß ja, die haben oft nicht so eingeschlagen, aber ich denke, der könnte was bringen. Hummels ist ja öfters mal verletzt, Boateng ist auch nicht so der Fitteste, also das könnte vielleicht was werden. Hier kommen wir auch zum nächsten Spieler. Halte ich persönlich nichts von dem Spieler, aber wenn er zu Bayern gehen will und Bayern will ihn, wird er kommen. Und auch bei dem steht so 20, 25 Millionen im Raum. Und es ist auch, wie gesagt, das sind alles machbare Deals bis jetzt für den FC Bayern. Wir kommen jetzt auch zum nächsten. Ihr seht hier, Serge Gnabry würde 5 bis 10 Millionen kosten. Spielt bei Werder Bremen eine überragende Saison. Und wenn die absteigen, Bayern wollte den ja eigentlich schon vor der Saison. Und ja, wie gesagt, wenn die den wirklich haben wollen, die werden ein paar Außenspieler auf jeden Fall holen. Weil Ribéry und Robben, die werden nicht mehr so lange spielen. Aber da sind die Wechselwahrscheinlichkeiten auch sehr hoch. Klar, die werden jetzt nicht jeden holen, aber die werden schon ein, zwei Außenspieler holen. Vielleicht noch einen Stürmer, weil Stürmer haben sie eigentlich nur Lewandowski. Müller zähle ich nicht so als Stürmer, das ist eher so hängende Spitze, weil die haben nur Lewandowski und dann wäre es wichtig, dass man da einen Stürmer nachholt. Mit Werner oder so zum Beispiel. Dann ein Zehner gibt es ja auch nicht. Wie gesagt, Draxler steht auch im Raum, dass er so für 30 Millionen zu Bayern gehen könnte. Sevilla steht da auch noch im Raum. Und wie gesagt, ich denke auch bei ihm, wenn Bayern ihn wirklich will, werden sie ihn holen. Wenn er zu Bayern will. Also
Finde ich auch ein logischer Wechsel. Wenn der kommen würde, fände ich auch sehr logisch. So, jetzt kommen wir zu zwei Transfers, über die man streiten kann. Ancelotti will ja natürlich einen Italiener haben. Und besser gesagt, er will noch einen ZM-Spieler, weil Alonso vielleicht nächste Saison aufhört. Und da stand Verratti und Rabiot. Und ich könnte mir vorstellen, weil Verratti auch Italiener ist, dass er lieber den holt. Aber der wird auf jeden Fall nicht günstig, wenn die den kaufen. Der wird richtig teuer. Das wird dann der Rekordtransfer in der Bundesliga. Der würde so zwischen 40 und 50 Millionen auf jeden Fall kosten. Aber wenn Ancelotti wirklich ihn will und er auch will, wie gesagt, PSG, französische Liga ist nicht so die beste Liga. Kommen wir auch zum nächsten Spieler. Was mich persönlich sehr, sehr freuen würde, wenn Griezmann wirklich kommen würde, wäre natürlich auch sehr unwahrscheinlich. Der würde mindestens 80 bis 100 Millionen kosten. Deswegen, ja, ob sie, die müssten mal dann Eier zeigen, dass sie mal so viele Millionen finanziell könnten, siehst. Aber ob sie es machen, ist halt die Frage. Das ist halt die Frage, ob sie wirklich da bereit sind, diese Summe für ihn auf den Tisch zu klopfen. Weil es ist natürlich, er ist natürlich noch jung, ich glaube 25, ja 25, ist einer der besten Stürmer der Welt. Ich denke, nach Lewandowski und Suarez ist er der drittbeste Stürmer. Bei Ronaldo und Messi zählen wir mal nicht als Stürmer mit, weil der ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Spieler. Vielleicht auch eine Doppelspitze mit Lewandowski, würde mich wie gesagt freuen. Ich würde so die Wahrscheinlichkeit auf 20% schätzen, weil die Summe ist einfach unmenschlich, was er kosten wird. Also hier kommen wir auch zum letzten und nächsten Transfer, der auch schon sicher ist. Sebastian Rudi wird nächste Saison auch für den FC Bayern schon sicher spielen. Mit Niklas Süle kommen beide aus Hoffenheim. Er kommt sogar ablösefrei und kostet den FC Bayern keinen Cent. Ist eigentlich relativ gut. Alonso hört ja wahrscheinlich auf und ist auch schon nicht mehr der Beste, ist auch schon in die Jahre gekommen, muss man auch so sagen. Und ich denke, auch der wird seinen Platz dort richten. Wir werden jetzt auch auf jeden Fall jeden Spieler von denen reinstellen und dass wir mal mit dem Team spielen. Ihr könnt auch reinschreiben, wie ihr das wollt, dass ich das spiele. Ich werde auch vielleicht mal gegen Abonnenten spielen, wenn ihr das hier möchtet, wenn es weitergeht. Also das ist natürlich das Ziel, dass es weitergeht. Wenn es nicht weitergeht, wird es auch nicht mehr kommen. Ihr entscheidet es immer. Ich möchte euch mit einbeziehen, ob ihr die Serie wollt oder nicht. Und ich denke, das ist so okay. So. Ich werde aber den hier in die Mitte stellen. Da werden wir dann Draxler spielen lassen. ZM. So. Draxler. Wo ist er denn? Da ist er. So. Der gute Julian Draxler. Der hat natürlich, der hat viel Potenzial, also das ist auf jeden Fall klar. So, Gnabry werden wir mal spielen lassen. Einen können wir halt nicht spielen. So, ist ja egal, ich will ja euch nur zeigen, die ganzen Spieler so, werden wir mal eine Partie spielen. Ich werde es wahrscheinlich auch so ungeschnitten hoch, also ich werde es einfach so komplett hochladen. Also schneiden. Ist nicht so meins. So, jetzt haben wir da jeden Spieler drauf. Tolian könnte man ja da reinsetzen. Der könnte ja, wie gesagt, Rudi könnte auch rechts spielen, aber Tolian setzen wir mal jetzt nach rechts. Süle tun wir natürlich auch rein. Ich denke, Ramsela und Werner werden wir dann einwechseln, so nach der Halbzeit oder so. Falls ihr dazu zu der Serie vielleicht auch mal Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare. So, ich würde auch sagen, die Mannschaft passt so. Ich hoffe, das hat jetzt gespeichert. Hat es, sehr schön. Dann gehen wir jetzt auch in die Partie in also Bayern gegen Leipzig. So. Dann werden wir auch in die Partie gehen. Ihr könnt ja mal auch eure Tipps heute Abend reinschreiben, was ihr denkt, wie es ausgeht. Ich tippe persönlich 2:0 für Bayern München. Das ist ja auch mein Lieblingsverein, wissen viele. So, und dann werden wir jetzt die Partie mal spielen. Verratti, sehr knapp.
wie gesagt, es kann auch sein, dass von den Transfers gar keiner kommt, aber es ist halt aktuell die Gerüchte, Draxler könnte schon im Winter kommen. Wäre natürlich eine echte Verstärkung. So, Verratti, Julian Draxler, ordentlicher Schuss. Torwart von Leipzig muss noch 3 Minuten schon halten. Hier Griezmann mit der Ecke, Hummels und wieder der Torhüter von Leipzig. Zeichnet sich hier gut aus. So. Sabitzer. Rudi kommt, muss da hinterher. Und das ist aber kein Problem für Neuer. So, Rudi. Bei. Oder Bailey. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Sprechen jetzt mal mit Bailey aus. So, Verratti. Komm. Toljan. Auch ein guter Spieler, ist auch recht jung, ist kein Foul, okay. Ich jetzt eher als Foul gedacht. So, ich habe jetzt auch, wie gesagt, die Trikotnummern nicht angepasst oder so. Wie es kommen könnte, auch Griezmann kriegt sogar gelb für diese Aktion, okay. Müssen wir bei dem ein bisschen aufpassen. So, Rudi, Achtung. Paulsen. Ah, ne, abseits, okay. Ich dachte schon, warum Neuer da so komisch springt, aber dann war es wohl abseits. So. Deswegen spielt das, wie gesagt, eigentlich offline sehr, sehr selten. Deswegen, wenn es auf jeden Fall weitergeht, werde ich das dann gegen Abonnenten oder so spielen. Also, jetzt, das war halt sehr, sehr kurzfristig jetzt. Und da habe ich das jetzt so aufgenommen. Ich denke mal, das ist okay. Ich werde es ja an den Bewertungen, an den Kommentaren lesen, ob es euch gefällt oder nicht. Ich fände die Idee ganz nice, aber müsst ihr entscheiden. Na, guter Schuss, aber geht leider knapp vorbei. So. Leipzig. Ist ja auch erst der 16. Spieltag, also der 17. ist irgendwie erst am 20. Januar oder so, hopp, Griezmann. Und es gibt Elfmeter für Bayern. Das war auch ein klares Foul. Haben die Leipziger klar gefoult, also da müssen wir nicht drüber reden, dass das ein Foul war. Ja, kommt einfach zu spät, habe ich auch gelesen. Klostermann, dass der vielleicht zu Bayern wechseln wird. Jo, ich werde es auch ausmachen, dann ist es auch einfach fairer. Wir schießen in die Mitte und Griezmann macht sein erstes Tor. So, macht seinen coolen Jubel. Ist ja auch mit Thomas Müller mein Lieblingsspieler, muss ich so sagen. Auch wenn er uns rausgeschossen hat bei der EM, aber auch schon gegen Bayern ein paar Tore geschossen hat. Ja, Kieper wäre fast noch mit dem Fuß dran gekommen. So, 17. Minute, 1:0 für Bayern, läuft doch. So wünsche ich mir das heute Abend auch. So, komm. Ja, Leipzig kommt direkt mit Klostermann. Oder Klostermann, wie er. Ja, naja, ist natürlich keine Aufgabe für ihn. David Alaba, der heute Geburtstag hat. Also. Ist er auch noch recht jung, ich glaube 24 ist er geworden oder so. Man muss auch sagen, mit den anderen Teams, wenn wir das hier machen, muss ich mich dann besser befassen. Weil ich kenne mich nicht mit jedem Team gut aus, befasse mich hauptsächlich nur mit Bayern hier. Knapri kommt. Griezmann kommt hier leider nicht dran. So. Ich denke, heute Abend werden wir auch wieder streamen, also könnt ihr gerne vorbeischauen. Komm, Neuer, weg mit. Das war wieder ein Foul. Ja, wie gesagt, CPU finde ich eh langweilig. Also wenn wir das hier fortsetzen, werde ich eh gegen das dann gegen Abonnenten spielen oder so. Oder gegen andere YouTuber. Werden wir mal schauen. So, Alaba. So, schade. Bailey. Teams spielen, weil die meisten kaufen ja Talente.
Wir werden das wahrscheinlich dann auch nur mit großen Vereinen machen, weil kleinere da, ja, lohnt sich das glaube ich nicht. Griezmann, Gnabry, ey, diesen Bailey fände ich wirklich sehr interessant, wenn der kommen würde. Ich denke eh, dass da irgendjemand kommen wird. Auf der Außenbahn muss was passieren. Ich hätte auch Carrasco noch reinpacken können, aber weiß ich nicht. Finde ich auch nicht so realistisch, den Kollegen. Griezmann ist auch vom Finanziellen her nicht realistisch, aber wenn er zu Bayern gehen will, könnte er schon auch gehen. Also, ja, Hummels. Komm, Süle. Schön den Körper reingestellt. So, Bailey. Rudi. Draxler. Wieder Bailey. Komm. Ja, aber Leipzig spielt sehr, sehr aggressiv, fällt mir auf. So, ich denke, in der Halbzeit werden wir auf jeden Fall wechseln. Werden wir die anderen beiden Kollegen noch bringen, die auch zur Frage stehen, dass sie vielleicht wechseln könnten. So. Weil man muss sich nur vorstellen, dass es diese Saison nicht läuft bei Bayern. Vielleicht holen sie dann Hasenhüttl und Werner. Könnte ja passieren. Man muss ja alle Sachen realistisch betrachten. Und deswegen, so Sachen sind im Endeffekt realistisch, wenn es da nicht läuft. Wenn die keinen Titel holen nach dieser Saison, sagen wir mal. Ja, Draxler, schade. Süle, komm, gewinnt das Duell. Er gewinnt es auch schön. So, Rudi. Griezmann. Wenn wir eh gleich rausnehmen. Griezmann und dann zu zentral. So. Toljan ist auch verletzt, okay. Leipzig kommt hier wieder über Paulsen. Machen sie gut, machen sie wirklich gut. Also Draxler, komm. Rudi. Ist eh nur ein Ergänzungsspieler. Weiß ich nicht, warum man vor der Saison eigentlich Rode abgegeben hat. War eigentlich ein sehr, sehr schieß, aber auf keinen Fall schlecht. Der ist auch sehr, sehr unterschätzt, das muss man auch so sagen. Löw nimmt den schon nicht zu Unrecht ab und zu mit zur Nationalmannschaft. Denn der fällt zwar nicht so auf, aber der springt recht konstante Leistung immer. So, jetzt kommt Leipzig hier nochmal, aber Süle boxt da hinten alles raus. Schauen wir mal, ob er das nächstes Jahr auch so macht. So, jetzt erstmal Halbzeit. Für ein 1:0 durch den Griezmann Elfmeter. Geben auch ein bisschen Ton an. Leipzig nicht so unterschätzen und auch nicht so, also so schlecht sind sie nicht, wie ich gedacht habe. So, wie gesagt, wir werden jetzt wechseln. Griezmann. Jetzt stellen wir Griezmann auf den linken Flügel, den würde ich eigentlich sehr gerne drin lassen. Wir werden Werner einwechseln und Ramsdeler bringen wir mal für Verratti. Will ich die beiden auch noch spielen? Schauen wir mal. Mit Robben und Marc van Bommel waren ja auch schon Holländer bei Bayern. Also der ist ja auch nicht so unwahrscheinlich, dass der mal vielleicht kommen könnte. Also man muss ja einfach realistisch betrachten. Und im Endeffekt ist es nur ein Geschäft, Fußball. Deswegen, wenn die ein gutes Angebot geben, sagt der Spieler bestimmt nicht nee. Ah, Süle verschätzt sich hier. Komm, Alaba. Dann können wir klären, Griezmann hier. Komm. Oh, Paulsen. Draxler. Komm, Griezmann. Der Anton. Da oben läuft einer. Okay, der Ball kommt zwar nicht an, aber die Idee war schön gedacht. So, komm, Hummels. Also ich würde sofort unterschreiben, wenn die heute Abend wirklich dann gewinnen. Müssen eigentlich gewinnen. Die spielen zu Hause. Aber wie gesagt, man darf die nicht unterschätzen, Leipzig. Spielen keinen schlechten Fußball. Auch wenn die manchmal viel Glück haben.
aber das gehört auch dazu. Bayern hat auch oft Glück, da müssen wir nicht drüber reden. So, Alaba, Anton Griezmann, so, Rudi, Ramsler, Werner, Draxler, dann dachte ich erst, es gibt einen zweiten Elfer, Alaba kommt, schön Griezmann, Draxler, Rudi, Toljan kommt jetzt auch mit, komm, Ramsler kommt da leider nicht dran und Leipzig klärt den Ball erstmal ins Aus. So, komm Rudi, Ramsler, Werner, Toljan, komm, Rudi, Alaba, ah, wie gesagt, Computer ist auch, finde ich auch sehr langweilig, ja, das werden wir auf jeden Fall ändern. Ah, faul. Komm, komm, komm. Warum geht ein Griezmann eigentlich immer damit nach hinten? Kommt mir so vor, als ob der Linksverteidiger wäre. Also so defensiv, wie der da eingestellt ist, da stehen wir nicht gut. Aber Neuer ist zur Stelle. Weil 60. Minute, so arg lang ist es auch nicht mehr. Knappe halbe Stunde noch. Ja, Paulsen versucht hier den Fallrückzieher. Und es ist kein Foul, okay. Der Bayern-Spieler bleibt liegen. Und das ist das 1:1. Er ist überhaupt nicht gut verteidigt von den Bayern. Also katastrophal. Hummels kann den Ball dann nicht richtig wegkriegen. Und Marcel Sabitzer macht das 1:1. Und man merkt jetzt hier, die Bayern sind nervös. Man wäre mit einem Punkt noch Tabellenführer, aber man wäre halt wieder punktgleich. Draxler, Rudi, Toljan, Werner, Draxler, Griezmann, Rudi, Alaba, Griezmann, Werner, Draxler, Gnabry, Toljan, Rudi, Werner, Ramsler, Toljan. Aber wie gesagt, die stehen da hinten so eng. Ich hoffe, dass da heute Abend nicht so stehen. Dass Bayern da öfters durchkommt. Und dass wir hier nicht so einen dummen Konter fangen. Kann es ja eh nicht ändern, das Ergebnis. So, komm. Griezmann sehen wir hier. Und holen immer in die Ecke raus. Sehr schön. Die kommt auch direkt von Griezmann. Na, Leipzig kann den Ball aber klären. Ist auch gar nicht mehr so lang. So, komm. Hummels hat das Ding. Neuer. Nochmal vor. Richtung Timo Werner. Aber der kommt da leider auch nicht dran. Draxler. Oh. Jetzt. Werner macht das. Macht das 2:1. Sehr schön. Timo Werner gegen seinen Ex-Club trifft da. Sehr, sehr schön. Macht er gut. 2:1 für die Bayern. Ich erst gedacht, dass er den verstolpert, weil er da so komisch schießt. Aber macht er gut rein. Und Bayern führt wieder. Viertelstunde vor Schluss. So. Schauen wir mal, was da noch passiert. Ob Leipzig nochmal auf das Gegentor hier antworten kann. Aber hier bekommen wir leider nicht mehr den Ball. So, komm. Und das ist ein Foul, den muss der Schiri geben für Leipzig. Und das könnte auch mal gefährlich werden. Forsberg, 30 Meter. Oder Kaiser probiert es, abgefälscht, aber Neuer hat ihn, kein Problem. Für den Welttorhüter. So, Rudi. Serge Gnabry.
Und sorry, wenn ich irgendjemanden falsch ausspreche, zum Beispiel den hier, Ramsela. Ich hoffe mal, ich spreche den richtig aus. So, Werner, Gnabry, Alaba. Oh, schade, an seinem Geburtstag hätte ich ihm ein Tor gegönnt. Ich würde mir auch theoretisch heute Abend wirklich eins gönnen. Denn von mir aus könnte er auch einen Hattrick gegen Leipzig schießen. Darf er sehr gerne machen. So, Süle gewinnt nochmal das Duell. Hier, Griezmann, Julian Draxler. Und das ist eigentlich ein böses Foul. Von hinten rein von Kaiser. Und es gibt Gelb. Ah, die Bayern hätten da gerne Rot gesehen. Nochmal Freistoß über Griezmann. Alaba kommt da dran, aber leider geht der Ball wieder drüber. Er will heute unbedingt sein Tor schießen. So, Süle kommt da gut dran, aber der Ball bleibt bei Leipzig. Selke. Müssen aufpassen, dass wir hier Leipzig keine Möglichkeit geben. Ein paar Minuten noch. Dann ist die Herbstmeisterschaft so gut wie sicher. Also, wenn er im nächsten Spiel dann nicht hoch verliert und Leipzig nicht hoch gewinnt, da die Tordifferenz ja um einiges besser ist. So, Alaba. Ah, der war schon besser. Also, probiert es hier nochmal. 2 Minuten geht die Partie noch. So, komm. Ja, können wir wieder nicht holen. Leipzig kommt nochmal. Über Kaiser aufpassen. Ach, Neuer wäre da gewesen, wenn der aufs Tor gekommen wäre. 3 Minuten gibt es Nachspielzeit in der Allianz Arena. So, Werner kann das Kopfballduell aber auch nicht gewinnen. So. Komm. Gnabry. Ja, das ist so irgendwas Günstiges auf der Außenbahn holen, ist sehr, sehr wahrscheinlich, wie gesagt. Ich habe euch meine Meinung dazu gesagt. Ihr könnt eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Dafür ist es ja da. So, komm. Es gibt nochmal Ecke für Leipzig. Wir wollen hier natürlich nicht verlieren, das ist völlig klar. So, die Ecke kommt nochmal rein. Neuer ist da. Super. Da zeigt er mal wieder seine Qualitäten. Also, der macht heute ein klasse Spiel. Beim Gegentreffer konnte er nichts machen. Leipzig kommt nochmal. Und jetzt fault Leipzig. Und das dürfte die letzte Aktion sein, wenn Manuel Neuer das Ding weit in die Leipziger Hälfte schießt. Und jetzt ist das Spiel aus. Bayern gewinnt 2 zu 1. Wie gesagt, ich tippe heute Abend 2 zu 0. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Ich würde sagen, ich bin raus. Ciao, ciao.